Ja, liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Interessierte, ich darf Sie herzlich willkommen heißen zur Präsentation der David-Wirth-Schule. Mein Name ist Michael Fritsche, ich bin Abteilungsleiter für alle beruflichen Vollzeitschulen an der David-Wirth-Schule in Schwenningen. Und der Titel dieser Veranstaltung ist Wege ins Abitur. Ich bin hier da, um Ihnen einen alternativen Weg oder mehrere alternative Wege zum Abitur zu präsentieren. Wir in Schwenningen an der David-Wirth-Schule haben eine Wirtschaftsoberschule, die ist zweijährig und es gibt eben unterschiedliche Wege, wie man zu dieser Schule gelangt und diese möchte ich Ihnen gern vorstellen. Ja, Sie oder Ihr Kind haben die mittlere Reife erworben oder stehen kurz davor und Sie haben das Ziel, das Abitur zu erwerben und nun gibt es unterschiedliche Situationen. Es kann eben sein, dass Ihr Kind oder Sie möglicherweise sagen, Sie wollen gar nicht studieren, dann stellt sich die Frage, was man dann tut. Und in der Regel sieht es so aus, dass man dann in eine Ausbildung geht, möglicherweise in eine kaufmännische Ausbildung. Diese fokussiere ich jetzt hier in meinem Vortrag. Das liegt einfach daran, dass wir eine kaufmännische Schule sind. Sie sehen aber, da steht ein IDR für in der Regel davor. Und das heißt, um die Wirtschaftsoberschule, die ich eingangs schon nannte, zu besuchen, ist es nicht immer zwingend notwendig. Es ist zwar so vorgesehen, aber nicht zwingend notwendig, dass man eben eine kaufmännische Ausbildung braucht. Ja, wenn Sie diese Ausbildung haben, dann kann es eben sein, Sie sagen, ich habe doch das Zeug zu mehr, will doch studieren, will vielleicht selber Chef sein oder in eine Führungsetage rein, brauche aber das Abitur. Und dann kann man bei uns eben innerhalb von 2 Jahren diese Wirtschaftsoberschule absolvieren. Wir haben, ich habe es schon eben gesagt, immer wieder Schülerinnen und Schüler, die keine kaufmännische Ausbildung haben. Die entscheiden sich dann möglicherweise bewusst für einen Branchenwechsel, sind Elektriker oder so. Und dann ist es einfach so, sie bewerben sich bei uns immer im Februar über ein Bewerbungsformular bei uns auf der Homepage, können diese Schule innerhalb von 2 Jahren besuchen und erhalten ein Abitur, mit dem sie bundesweit auch alle Bildungsgänge studieren können. Das ist wirklich genau von der Wertigkeit gleich wie jedes andere Abitur. Jetzt gibt es noch andere Wege, wie man auf diese Wirtschaftsoberschule gelangt. Der Weg, den ich Ihnen gerade vorgestellt habe, ist der Weg, der ursprünglich von dieser Schulform her vorgesehen ist, aber man hat dann nach und nach weitere Wege eröffnet. Und es kann eben sein, dass Ihr Kind sagt, ich bin mir noch unsicher, ich weiß noch gar nicht, ob ich studieren will, will aber auch keine kaufmännische Ausbildung machen oder eine andere Ausbildung, sondern will erst mal schauen. Und dann landen diese Schüler häufig bei uns im Berufskolleg 1 im ersten Jahr. Und danach kann man wieder neu entscheiden, will ich dann in eine Ausbildung gehen oder wenn ich einen gewissen Durchschnitt in den Hauptfächern erfülle, kann man noch weitergehen in das sogenannte BK2. Das BK2, Sie sehen es, schließt mit der Fachhochschulreife ab. Und wenn man noch eine Zusatzqualifikation bei uns erwirbt zu dieser Fachhochschulreife, die nennt sich staatlich geprüfter Wirtschaftsassistent, wird eben genau dieser Wirtschaftsassistent als Ausbildung anerkannt. Und damit hat man dann sozusagen den Zugang zur Wirtschaftsoberschule, weil man diesen Wirtschaftsassistenten dann hat. Ja, also an der Stelle, wo jetzt BK2 steht, nach 2 Jahren, hat man die Fachhochschulreife und man hat den Wirtschaftsassistenten und hat dann somit diesen Zugang zur Wirtschaftsoberschule. Wenn Sie jetzt die Jahre zusammenzählen, dann werden Sie feststellen, das sind ja dann 4 Jahre. Ja, dauert tatsächlich ein Jahr länger. Ich werde Ihnen nachher aber auch noch eine Möglichkeit zeigen, wie es möglich ist, gar kein Jahr zu verlieren, sondern das Ganze auch in 3 Jahren zu machen. Was ist bei uns an der Schule noch möglich? Kann sein, Sie oder Ihr Kind sagen, ich habe eine Neigung zu Sprachen oder zu Informatik. Okay. Dann gibt es bei uns die 2-jährigen Berufskollegs. Zugangsvoraussetzung ist auch hier die mittlere Reife mit einer einzigen Einschränkung. Für das 2-jährige Berufskolleg Wirtschaftsinformatik braucht man im mittleren Reifeabschluss in Mathematik die Note 3. Für das Berufskolleg Fremdsprachen braucht man naturgemäß in Englisch die Note 3. Ansonsten gibt es aber bei allen Berufskollegs keine weiteren Einschränkungen. Das heißt, es kann auch sein, wenn Sie das Wirtschaftsgymnasium oder ein anderes berufliches Gymnasium aufgrund des Notenschnitts nicht erreichen, dann können auch die Berufskollegs für Sie relevant werden. Diese 2-jährigen Berufskollegs enden auch mit der Fachhochschulreife wie das BK2 und hier bieten wir auch wahlweise diesen Wirtschaftsassistenten an. Jetzt ist es so,
dass wir insgesamt drei Wege haben, die zu dieser Wirtschaftsoberschule führen. Und Sie können sich vorstellen, wie die Klasse dann aussieht. Die Jüngsten, die diese Wirtschaftsoberschule besuchen, sind 18 Jahre alt, ja, nach der mittleren Reife, 2 Jahre Berufskolleg, entscheiden sich für die Wirtschaftsoberschule, sind 18 Jahre alt. Die anderen, die daneben sitzen, sind möglicherweise 37 Jahre alt und haben schon Kinder, weil sie sich nochmal eben auf den zweiten Bildungsweg für das Abitur entscheiden. Das gibt immer eine ganz interessante Mischung, weil gerade die älteren, reiferen Leute in der Klasse die anderen eigentlich mitziehen. Also das ist das, was ich selbst auch oft erleben durfte, als ich in diesen Klassen unterrichtet habe. Ja, ich habe Ihnen vorhin versprochen, Ihnen einen Weg zu erklären, wie man das schafft, kein Jahr zu verlieren, also das innerhalb von 3 Jahren zu machen. Wenn man eine besonders gute Fachhochschulreife hat, das heißt in allen Fächern den Durchschnitt von 2,5 erreicht, dann ist es so, dass man direkt in das zweite Jahr einsteigen darf. Das ist ein interessanter Vorzug, denn man hat schon eine Hochschulzugangsberechtigung mit der Fachhochschulreife und kann sich dann noch überlegen, okay, will ich noch weitermachen? Insbesondere, wenn man ganz gut ist, braucht man einfach nur das zweite Jahr oben drauf zu setzen. Und die Schüler, die das machen, die sind auch wirklich gut, sind Zugpferde in der Klasse, muss man sagen, und haben in der Regel auch wirklich tolle Abiturabschlüsse. Und dann gibt es noch ein letztes Kriterium, was diese Schulform wirklich besonders macht, was die beruflichen Gymnasien nicht aufweisen können. Diese Schulform ist mit BAföG gefördert, und zwar mit elternunabhängigen BAföG. Das heißt, das Geld der Eltern wird nicht angerechnet, und für diese 2 Jahre wird man eben komplett gefördert mit Geld vom Staat. Man muss es nicht zurückzahlen. Liegt einfach daran, dass diese Schulform ursprünglich eben rein für den zweiten Bildungsweg gedacht ist. Aber auch wenn Sie jetzt über das Berufskolleg kommen würden, wäre das gar kein Problem. Sie würden dann dieses BAföG erhalten. Ja, mit meiner Präsentation bin ich im Prinzip am Ende. Sie sehen, wir haben ein sehr komplexes Bild jetzt. Und ja, dieses komplexe Bild lasse ich jetzt einfach noch ein bisschen stehen, dass Sie es in Ruhe auf sich wirken lassen. Wenn Sie irgendwie eine Frage haben, können Sie einfach auch die Präsentation stoppen, das genau durchdenken. Und natürlich stehen wir Ihnen auch immer sehr, sehr gern zur Verfügung. Wir als Schule bieten am 29.01. einen Infotag an. Und zudem sind Sie natürlich herzlich eingeladen. In welcher Form der stattfinden wird, kann ich noch nicht genau sagen. Aber vermutlich wird es in digitaler Form sein. Auch so sind wir immer für Fragen offen. Besuchen Sie unsere Homepage, kontaktieren Sie uns. Und Sie sehen, ich habe hier aufgeschrieben, egal wo Sie gerade stehen, bei uns kommen Sie immer weiter. Das ist das, was so unser Motto ist. Wenn Sie das Bild von eben nochmal vor Augen haben, dann sehen Sie, dass es wahrscheinlich auch bei Ihnen zutreffen wird. Dann bedanke ich mich bei Ihnen recht herzlich fürs Zuhören und wünsche Ihnen für Ihre berufliche Laufbahn alles, alles Gute und viel Erfolg. Danke sehr.